Ja, hallo, herzlich willkommen auf Handball Talk Niederelbe. Viele Spiele waren es nicht am Wochenende mit norddeutscher Beteiligung, aber doch so ein bisschen was haben wir zu berichten. Unter anderem haben am Samstag die Luchse aus Buchholz-Rosengarten beim abstiegsbedrohten FSV Mainz gespielt, zurzeit Tabellenletzter mit noch 0 Punkten. Es war ein Spiel auf des Messers Schneide, es war stets auf Augenhöhe. Die Luchse konnten nicht davonziehen, aber der FSV Mainz konnte davonziehen. Kurz vor Schluss stand es, war der FSV Mainz mit 4 Toren vor. Aber am Ende konnten die Luchse das Spiel doch noch drehen und gewannen mit 29-25 diese sehr, sehr wichtige Partie um Punkte, um sich vom Tabellenkeller ein bisschen zu distanzieren. Übler Beigeschmack war natürlich zwei Verletzungen, einmal von Svea Geis, die sich am Knie verletzte. Wir hoffen natürlich nicht, dass es das Kreuzband ist. Und die zweite Verletzung von Neuzugang Jessica Oldenburg beim Absprung verletzt sie sich wahrscheinlich am Sprunggelenk. Wir können von hier natürlich keine Diagnose stellen, wünschen aber von hier gute Besserung und hoffen wirklich, dass es nicht allzu lange dauert, bis die beiden wieder auf dem Damm sind. Ja, ansonsten hat am Sonntag der Buxtehude SV gespielt bei SG BBM Bietigheim. Ja, was kann man da erwarten, wenn man bei Bietigheim eintritt? Es ist ein Star-Ensemble, auch wenn denen einige verletzte Spielerinnen zurzeit ausfallen. So haben sie immer noch überwiegend Nationalspielerinnen auf der Platte stehen. Buxtehude ist ganz gut ins Spiel gekommen, hat zunächst geführt mit 5-4. Zur Halbzeit dann aber doch ein deutlicher Rückstand mit 12-19 ging man in die Pause. Und in der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, kann man schon so sagen. Buxtehude natürlich eine sehr, sehr weite Anreise, wo man natürlich immer Abstriche machen muss. Das ist bestimmt nicht einfach, so 4 Stunden im Bus zu sitzen und dann dort in Süddeutschland anzutreten. Aber erwähnenswert, ich glaube, Coach Dirk Leun war gar nicht so unzufrieden. Er hat viele gute Einzelaktionen gesehen, ihm hat nur die Konstanz gefehlt. Was man erwähnen sollte ist, es gab durchaus wirklich gute Lichtblicke. Liv Süchtigen mit 2 Toren war, denke ich mal, müssen wir erwähnen. Die spielt sonst überwiegend in der Abwehr und ist da eine echte Macht. Lone Fischer mit 4 Toren, Mieke Düvel mit 2 Toren, auch ebenfalls mit 4 Toren, Annika Lott mit 6 Toren und total ansteigende Tendenz hat auch Isabel Dölle, die ebenfalls 6-mal ins Netz traf. Ja, und diesmal waren sogar 4 junge Mädchen aus dem Nachwuchsteam dabei. Nicht nur Theresa von Prittwitz, die schon seit einigen Spielen dabei ist und durchaus erfolgreich im Bundesliga-Kader ihre Runden dreht, sondern auch Maili Winterberg war dabei. Und Mia Lakenmacher, die diesmal auch 2-mal ins Tor traf, nämlich ganz sicher die 7 Meter verwandelte. Und diesmal auch Antonia Pieskalla. Den 4 wünschen wir natürlich viel, viel Erfolg im Bundesliga-Team des BSV. Ansonsten gab es noch ein paar Spiele am Wochenende. Und zwar Catch, die ebenfalls ganz unten in der Tabelle stehen, unterlagen mit 21-24. Bayern 04 Leverkusen, Blomberg gegen Metzing, eine Partie, wo man denkt, dass es ein Ergebnis wird auf Augenhöhe, was dabei rauskommt, aber eine klare Sache am Ende für Metzing, sie schlugen Blomberg mit 35-27, sicherlich ein herber Dämpfer für Steffen Bergner und sein Team. Göpping und Oldenburg, das war aber total eine Partie auf Augenhöhe. Dort ging es hin und her. Am Ende glücklicher Sieg für Oldenburg mit 24-23 in Göpping. Göpping kann man nur für den Abstiegskampf alles Gute wünschen. Und die letzte Partie, die wir erwähnen möchten, war der Thüringer HC gegen Halle. Da eine ganz klare Angelegenheit für das Team von Herbert Müller mit 34-17. Wurde gewonnen und die Thüringer wollen natürlich weiter oben in der Tabelle wieder angreifen. Dazu kommen wir auch, in der Tabelle sieht so aus, Bietigheim zurzeit Erster, allerdings auch nicht ganz verlustpunktfrei. Sie haben 3 Spiele mehr als der Tabellenzweite Borussia Dortmund mit 18-0 Punkten. Die
mussten ihr Spiel aussetzen, Corona-bedingt. Auf dem 8. Platz mit einem ausgeglichenen Punktekonto der Buxtehuder SV 12:12. Die Handball-Luchse mit 8:18 Punkten auf dem 13. Rang und haben sich ein bisschen von den letzten dreien abgesetzt. Ja, die nächsten Spiele. Buxtehude spielt am nächsten Samstag ein Nordderby. Und zwar geht es um 16 Uhr in der Halle Nord von Buxtehude gegen den VfL Oldenburg. Eine interessante Partie, denke ich mal. Zumal die beiden direkt Tabellennachbarn sind. Und dann geht es weiter für die Luchse am Sonntag. Sie spielen in Leverkusen. Und da sind wir auch gespannt auf das Ergebnis. Leverkusen mal mit Licht, mal mit Schatten. Haben aber einen neuen Trainer, da sind wir mal gespannt, wie es da endet. Und ansonsten am 16. Januar das Derby in Norddeutschland, die Handball-Luchse aus Rosengarten gegen Buxtehude. Da sind wir auch gespannt, die spielen übrigens abends um 19 Uhr. Ansonsten bleibt zu erwähnen, dass die Torjägerliste die Thüringerin Hrabkova mit 91 Treffern anführt und Annika Lott mit 58 Toren zurzeit auf dem Platz 3 ist. Ja, im Hintergrund läuft noch das Spiel Buxtehude in Bietigheim. Da stand es gerade 11:8. Wie gesagt, es war ein gar nicht so schlechtes Spiel, auch wenn es verloren ging. Aber es macht Hoffnung für die Rest der Saison. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr möchtet, abonniert uns gerne auf YouTube. Darüber wollen wir uns sehr freuen. Wir werden die nächste Zeit von den weiteren Spielen in Norddeutschland berichten. Bis dann, danke, euer Jörg.